Trainer, dritter Sieg im dritten Testspiel. Heute mehr zufrieden, weniger zufrieden? Ich denke, in der ersten Halbzeit konnte man nicht zufrieden sein. Da haben wir uns taktisch sehr schwer getan, weil einer unserer beiden Achter nicht den Stürmer angelaufen hat, was er unbedingt machen sollte. So stand der Marco König ziemlich allein auf weiter Flur. So kommt der Gegner ins Spiel. Das hat man gesehen. Das haben wir dann während der ersten Halbzeit schon abgestellt. Da ging es schon ein bisschen besser und in der zweiten Halbzeit waren wir dann so, dass wir die Tore gemacht haben aus den Chancen, dass wir aggressiv waren, eigentlich das Spiel bestimmt haben und so dann auch hier verdient gewonnen haben. Hat das Spiel aufgrund des höherklassigen Gegners, also jetzt ein Viertligist war der Gegner, mehr Aussagekraft jetzt schon für dich? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, dass man gesehen hat, in der ersten Halbzeit hat uns der Gegner vorgemacht, was Kommunikation heißt. Das haben wir in der zweiten Halbzeit dann auch so hinbekommen. Und für mich war es ein guter Test, weil Wormatia Worms eine gute Mannschaft hat. Das hat man gesehen in der ersten Halbzeit. Und insofern war es aussagekräftig. Und wir müssen sehen, dass wir die richtigen Elf finden, dann glaube ich, dass wir eine ganz gute Mannschaft haben werden. Stefan Gusch hat sein Comeback gefeiert. Wir haben gerade mit ihm gesprochen. Er war überglücklich, auch wenn es nur 12 Minuten sein war. Da ein wunderbares Gefühl. Was kann aus ihm noch werden? Was ist das für ein Typ? Ja, der Stefan ist natürlich ein Typ, der ein überragendes Kopfballspiel hat, einen linken Fuß als linker Innenverteidiger, ist immer sehr gut, aber wir müssen ihn langsam aufbauen und er hat ja damals in meiner Zeit in Rostock, hat er ja fast 15, 18 Spiele gemacht, bis er seinen Kreuzbandriss hatte in der Aufstiegssaison und wir werden ihn langsam aufbauen und er wird noch viele gute Spiele für uns machen, nur wir dürfen es nicht übertreiben, müssen immer wieder dosieren, sodass er eben auch Selbstvertrauen bekommt und wenn er so gut mit dem Fuß wie mit dem Kopf wäre, dann wird er Bundesliga spielen. Noch ein Wort vielleicht Lukas Schnellbacher, der junge Mann aus der A-Jugend von Eintracht Frankfurt zu uns gekommen, heute auch wieder eiskalt vom Tor. Welchen Eindruck hinterlässt er bis jetzt? Wie im Training, sehr engagiert, aggressiv, lauffreudig, weiß immer, wo er stehen muss und das hat er auch gezeigt. Also momentan macht er hier bei uns einen sehr, sehr guten Eindruck und ich freue mich für ihn, weil es eben auch ein junger Bursche ist, der wirklich will. Alles klar, Dankeschön. Bitte.